Wir wissen ja, dass es in Sachsen eine erhebliche Überkapazität an Abfallbehandlungsanlagen gibt. Diese Überkapazität wirkt wie ein Müllmagnet, verbunden mit sehr vielen umweltschädlichen Abfalltransporten. Wir wollen mit unserem Antrag erreichen, dass diese Transporte besser als bisher überwacht und kontrolliert werden. Es gab da ja in der Vergangenheit auch illegale und umweltgefährdende Praktiken. Wir wollen aber vor allem erreichen, dass gemeinsam mit den Landkreisen, mit den Kommunen und den Betreibern endlich ein Konzept für die langfristige Anpassung dieser Überkapazitäten an den sächsischen Bedarf entwickelt wird. Und das ist ja schon allein wegen der zum Teil sehr hohen Müllgebühren dringend notwendig.